Edmund, sagte Mr. Dickens. Du gehst jetzt mit meinem Onkel mit und wohnst bei ihm, bis deine liebe, süße Mutter und ich wieder wohlauf sind. Pass bitte auf, dass du nicht fälschlich für ein Waisenkind gehalten wirst, welches ausgebrochen ist. Er war erst einen halben Tag lang von seinen Eltern getrennt und vermisste sie bereits. Ich suche ein entflohenes Waisenkind. Es ist aus dem St. Fürchterlichheim für dankbare Waisen ausgebrochen. Sie waren nicht zu sehen und nicht zu hören, sondern nur zu riechen. Mit Zwiebeln eingerieben. Hab ich dich. Komm mit, Bürschchen. Eddie saß auf dem Rand eines Metallbetts in einer feuchten Zelle eines gefängnisähnlichen Riesengebäudes, als die größte, dickste Frau, die Eddie je gesehen hatte, den Türrahmen füllte. Na? Wie geht's uns? X-Gax! X-Gax! Komm mit!